Salut Pilot, willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es ein FAQ-Video, also ein Video, in dem ich eure meistgestellten Fragen bezüglich Mech Arena und mir beantworte. Auf meinem Discord-Channel, im öffentlichen Ingame-Chat und auch in Form privater Nachrichten erreichen mich immer wieder Fragen zu meiner Person oder zu anderen Dingen, die das Spiel betreffen. Ich habe mir heute 10 dieser Fragen herausgesucht und werde sie nun beantworten. Wann gibt es ein Face-Reveal? Ein Face-Reveal ist generell eigentlich überhaupt nicht geplant. Der Grund dafür ist eigentlich relativ simpel. Ich mache Mech Arena Videos. Das bedeutet, ich beschäftige mich einfach nur mit einem Spiel. Ich möchte euch mit diesem Content entertainen oder euch bestenfalls im Spiel so ein bisschen weiterbringen, ne, damit ihr eben vielleicht keine Fehlkäufe tätigt oder eure Ressourcen nicht falsch investiert, damit ihr wisst, auf was ihr achten müsst, speziell dann, wenn ihr eben recht neu im Game seid. Und da ist es absolut nicht notwendig, mein Gesicht zu sehen. Es geht hier in keinster Weise darum, ob ich hübsch bin oder nicht, oder wie ich aussehe oder nicht aussehe. Das ist meiner Meinung nach für den Content, den ich bringe, absolut nicht relevant. Das machen, nur mal so, by the way, eigentlich auch kaum irgendwelche Mech Arena YouTuber. Die einzigen beiden, die ich kenne, die das machen, sind Scape, 211, glaube ich, und Ruffles. Die beiden zeigen ab und zu ihr Gesicht. Aber ich brauche das nicht. Das ist einfach, ich muss auch irgendwo sagen, es gibt immer noch so eine gewisse Privatsphäre, die ich mir eben wahren möchte. Und ich möchte nicht, dass die halbe Welt weiß, wie mein Gesicht aussieht. Keine Ahnung, mir ist das irgendwie unangenehm. Aber das war auch schon immer so. Ich hatte auch mal einen anderen Kanal mit fast 4000 Abos. Und auch da habe ich nie mein Gesicht gezeigt, einfach weil es nicht Sinn der Sache ist. Kannst du als Content Creator Dinge verschenken? Naja, es begegnet mir im öffentlichen Game-Chat immer mal wieder Leute, die mich fragen, ob ich ihnen entweder A-Coins schenken kann oder einen Gegenstand im Inventar freischalten kann oder einen Gegenstand im Inventar maxen kann oder ob ich ihnen irgendeinen Skin geben kann. Und das kann ich nicht. Bitte hört auf, danach zu fragen. Das ist wirklich, wirklich nervtötend. Und dazu bin ich nicht in der Lage. Ich bin nur Content-Creator. Ich arbeite für und mit Plarium zusammen und bewerbe natürlich ihr Spiel und mache halt einfach qualitativ hochwertigen Content, der eben die Produkte, die Plarium auch auf den Markt bringt, so ein bisschen supportet oder bewirbt, sage ich mal. Wobei ich mir natürlich immer meine eigene ehrliche Meinung vorbehalte und die wird auch von Seiten Plariums in keinster Art und Weise beeinflusst. Das Content Creator Programm ist nach einem Tiersystem aufgeteilt. Ihr könnt euch das tatsächlich so ähnlich vorstellen wie das GearHub System. Es gibt Tier 1, Tier 2 und Tier 3. Ich bin momentan Tier 1, also ein ganz kleiner Fisch. Ich glaube, ich bin auch der kleinste Content Creator überhaupt, der da momentan dabei ist. Ich glaube, der nach mir hat schon 1600 Abos und dann die anderen jenseits der 4.000, 5.000. So. Und in Tier 1 kann ich noch gar nichts machen. Wenn ich Tier 2 erreiche, das ist ja das Ziel für dieses Jahr 2024, das bedeutet, ich brauche da ungefähr 2000 Abos. Wenn ich dann in Tier 2 aufsteige, habe ich die Möglichkeit, monatliche Gewinnspiele zu machen, die dann Plarium bezahlt. So, das kann ich dann tun. Aber ich kann nichts verschenken, keine A-Coins, außer ich bezahle sie selber im Plarium Webstore. Oder irgendwelche Gegenstände oder so, das funktioniert nicht. Das kann ich nicht. Ne? Also ganz, ganz klargestellt, das funktioniert nicht. Diese Macht besitze ich nicht im Mech Arena Universum. Wie viel ist dir dein Account persönlich wert? Ja, mein Account ist für mich persönlich absolut unbezahlbar. Mal abgesehen davon, dass ein wirklich mittelprächtiger fünfstelliger Betrag da drin steckt, ist es halt so, dass in diesen Account so viel Mühe geflossen ist. Wirklich, ich habe bis auf Nomad, habe ich alle Legendary Skins, die man über die Achievements, also die Erfolge, freischalten kann. Ich habe Tengu, ich habe Stalker, Orion, Onyx, alles. Ich habe einfach alles erspielt. Das waren Wochen an Spielzeit. Ich habe mir die Augen aus dem Schädel gezockt dafür. Da ist richtig Herzblut reingeflossen. Ich habe extrem seltene Skins. Ich habe den Contentinator Skin. Das ist der selteneste Skin der Welt. Den haben nur eine Handvoll Content Creator und Ex-Content Creator, also vielleicht 19 bis 22, 23 Leute auf der Welt, haben die Möglichkeit, diesen Skin zu nutzen. Ich habe den Skullface, den ich mir mühsam erspielt habe, beziehungsweise erarbeitet habe mit dem Video damals. Ich habe den
Shaka Zulu, der noch viel, viel schwieriger war zu bekommen mit dieser Tengu Sky Striker Challenge. 3 Tage habe ich gebraucht, um diese blöde Challenge abzuschließen. Das sind alles Dinge, die in diesen Account fließen, Erinnerungen und so weiter. Für mich persönlich ist dieser Account absolut unbezahlbar und ich würde ihn auch nur dann wirklich verkaufen, wenn ich sagen würde, okay, ich habe überhaupt keine Lust mehr mit auf dieses Spiel und habe halt komplett damit abgeschlossen und dementsprechend hänge ich da auch nicht mehr dran oder so, dann ja, aber auch dann würde ich den bestimmt nicht wie manch andere für 500 Euro verscheppern, da lasse ich ihn dann doch lieber liegen. Aber das wird meiner Meinung nach nie passieren, denn ich persönlich bin einfach ein Mensch, wenn ich ein Hobby habe, dann treibe ich das teilweise bis zum Exzess, das bedeutet, ich verliere eigentlich nie die Lust daran. Na, ungeachtet der Umstände tatsächlich. Und Plarium hat schon häufig Dinge gebracht, wo viele aufgehört haben zu zocken, aber ich nicht. Also für mich persönlich ist der Account absolut unbezahlbar. Hast du vor, einen zweiten 18er-Clan aufzumachen, in dem auch Leute unter 18 reinkommen? Es gab tatsächlich mal Bestrebungen, eine Art Junior-Clan zu eröffnen, allerdings jetzt nicht speziell für Leute unter 18, sondern einfach für Leute, die eine geringere Hungerstärke haben. Die Idee dahinter war, wir suchen uns talentierte Spieler, laden die dann in diesen kleineren Clan ein, ziehen die so ein bisschen hoch und die Besten aus diesem Clan, die kommen dann irgendwann, wenn sie soweit sind, in den regulären 18er-Clan. Diese Idee wurde allerdings verworfen. Einfach weil es zu viel Aufwand bedeutet. Ja, das ist mir persönlich zu viel Stress. Ich habe ja noch meinen Main-Clan, wobei der jetzt nicht besonders viel Aufwand mit sich bringt. Aber ja, das war mir einfach too much. Deswegen habe ich die Idee irgendwann verworfen. Also vielleicht kommt es irgendwann mal, aber für den Moment eher nicht. Wer ist deiner Meinung nach der beste Spieler im Game? Ja, das ist halt so eine Sache. Also ich persönlich denke, dass es den besten Spieler im Game gar nicht gibt. Ich denke, es gibt so eine Gruppe von Spielern, die auf jeden Fall zu den besten Spielern überhaupt gehören, aber die befinden sich alle auf so einem ähnlichen Level. Und da kann man nicht wirklich sagen, wer ist jetzt besser, wer ist jetzt schlechter. Ich denke, da kommt es dann tatsächlich auf andere Umstände an, wer dann wirklich auch die Runde macht und wer nicht. Also die Bots werden dann sehr ausschlaggebend sein. Vielleicht mal der ein oder andere Spielfehler, aber es gibt so einen Spruch, der lautet, egal wie gut du in etwas bist, es gibt immer jemanden, der ist besser als du. Na, und ich finde auch, dass es darauf nicht wirklich ankommt. Ich finde, wir sollten Spaß an dem Spiel haben und wenn man nur Spaß an einem Spiel hat, wenn man der absolut Beste der Welt ist, dann sollte man kein Spiel zocken. Denn man wird niemals der beste Spieler der Welt sein. Es wird immer jemanden geben, der einen auf seinen Platz und in seine Schranken verweist. Das ist nun mal so und das ist ganz menschlich. Weil einfach, naja, die Welt ist groß, sagen wir es mal so. Und Talent ist bei manchen mehr, bei manchen weniger verteilt. Manche steigern sich mehr in das Spiel rein, andere weniger. Es gibt Leute, die trainieren das Spiel richtig extrem, so wie ich damals auch. Und es gibt Leute, die spielen halt nur gelegentlich mal ein paar Ründchen. Und das entscheidet halt sehr, sehr viel dahingehend, wie gut du letztendlich bist. Aber der beste Spieler oder die beste Spielerin, ich weigere mich da irgendwelche Namen zu nennen oder irgendwelche Prognosen zu stellen, denn ich kenne keinen Spieler, von dem ich persönlich behaupten würde, dass er der beste Spieler der Welt ist. Verdienst du mit YouTube Geld? Ja, kurze Frage, kurze Antwort, nein. Mein Kanal ist nicht monetarisiert und wird es auch erstmal nicht. Man muss verstehen, man macht mit YouTube nicht viel Geld. Also ich hatte mal einen YouTube-Kanal, habe ich ja vorhin glaube ich schon erwähnt, mit knapp 4000 Abos. Der war monetarisiert, mit dem habe ich Geld verdient und jedes meiner Videos, jedes, hatte zwischen 2.000 und 10.000 Klicks. Und es waren in einem halben Jahr, also in 6 Monaten, vielleicht 70 Euro, die ich damit gemacht habe. Wenn überhaupt. Also es ist wirklich absolut minimal, was du da Geld verdienst. Wenn du mit YouTube wirklich eine Menge Kohle machen möchtest, dann musst du schon hier 400.000, 500.000, am besten 3, 4 Millionen Abos haben und von denen müssen dann wiederum jedes Video die Hälfte gucken oder so. Ja, dann machst du natürlich Schotter. Keine Frage. Aber so in dem Bereich, wo ich mich bewege, da lohnt sich eine Monetarisierung gar nicht. Das sind im halben Jahr 50 Cent, die ich dann kriege. Also braucht man nicht anfangen. Dementsprechend ist mein YouTube-Kanal hier auch nicht monetarisiert und ich verdiene keinen Cent damit. Was empfiehlst du neuen Spielern? Ja, das ist immer so eine Sache. Also zunächst mal empfehle ich neuen Spielern, sich nicht von der Masse an Dingen, die sich in diesem Spiel befinden, erschlagen zu lassen. Also Macarena ist ja heute wesentlich komplexer und umfangreicher als früher. Es gibt das Pilotensystem, es gibt das Gear-Hub-System, es gibt unterschiedliche Derbys, Belohnungen, 32 oder 33 Mechs, also so viele Piloten und Implantate und hast du nicht gesehen. Das kann auf neuen Spieler sehr verwirrend und erschlagend wirken. Und davon sollte man sich erstmal wenig beeindrucken lassen.
Wenn man jetzt so ein Spieler ist, der halt einfach mal so ein bisschen vor sich hin düddeln will, da brauche ich gar keine Empfehlung machen, der soll einfach irgendwas nehmen und halt drauf losspielen. Wenn es wirklich jemand ist, der sich in das Game ein bisschen reinfuchsen möchte, dann empfehle ich vielleicht erstmal einige Videos zu gucken auf YouTube, entweder hier oder auch auf den englischsprachigen Kanälen, was einem lieber ist, sich mal ein bisschen zu informieren, was gibt es denn, worauf sollte man achten. Fast jeder Content Creator hat schon irgendwelche Videos dazu gebracht, was am Anfang wichtig ist und was nicht. Und im Zweifelsfall, bevor man anfängt, irgendwas zu kaufen oder Ressourcen zu investieren, sprecht mit den Leuten, die Ahnung haben in dem Spiel. Also wirklich auch mit den Leuten, die mal so 6.000, 7.000 Spiele gemacht haben, wo man sagen kann, okay, die wissen, wovon sie reden. Größter Fehler ist es, irgendwelche Tipps anzunehmen von Leuten, die noch nicht so viel Ahnung vom Spiel haben. Ich möchte diesen Leuten auch gar nicht vor den Kopf treten, aber wenn halt ein Spieler erst so seine 1.000, 1.500 Spiele hat, dann hat er halt einfach noch nicht die Erfahrung, die wirklich einen dazu befähigt, sage ich mal, wirklich konstruktive Tipps zu geben, die dann den jeweils anderen weiterbringen. Also ich habe im öffentlichen Game-Chat immer mal wieder gesehen, wie sie sich da gegenseitig irgendwelche Tipps geben, die einfach, also wirklich Nonsens waren, wo ich wirklich den Kopf geschüttelt habe. Ich habe nichts dazu gesagt, so, weil geht mich nichts an, aber tut es nicht. Wenn euch jemand einen Tipp gibt, schaut aufs Profil, wie viele Spiele hat er, wie sieht es mit den XP aus und lasst euch dann da ein bisschen beraten von den Leuten, die schon ein bisschen mehr Ahnung von dem Spiel haben und nehmt diese Tipps auch an und setzt sie um, denn das erspart euch einiges. Wenn ihr paid, ersparen sie euch eine Menge Geld, eine Menge Moneten, echt Geld. Und selbst wenn ihr Free-to-Play seid, dann ersparen sie euch einfach eine Menge Ingame-Ressourcen. Kannst du mich grüßen? Ja, auch eine Frage, die mir immer wieder im Chat gestellt wird. Der Wunsch danach, dass ich irgendwem im Video einen Gruß ausspreche, supporte, wie auch immer. Nein, mache ich nicht, prinzipiell nicht. Ich habe das einmal gemacht, aus freien Stücken, ohne dass ich davon, also ja, da eben gefragt wurde. Und das war ein Gruß an den Sohn von der guten Quest. Die Grüße gehen raus an der Stelle. aber das mache ich nicht auf Wunsch. Und das liegt einfach daran, dass es dann jeder will. Mich fragen ja so schon genug Leute. Wenn ich jetzt anfange, hier wirklich Leute zu grüßen, dann beginnt jedes meiner Videos erstmal damit, dass ich eine Viertelstunde irgendwelche Leute grüße, die mich gefragt haben. Das muss ich mir dann auch noch alles notieren. Und wozu? Was bringt es jemandem von mir, in einem Video gegrüßt zu werden? Ich sage es immer wieder, dieser Kanal ist keine Plattform, auf der sich irgendwelche Leute selbst darstellen können. So, deswegen sowas mache ich einfach nicht. Ne? Also fragt am besten gar nicht erst, weil die Antwort ist sowieso nein. Ja, das soll es aber erstmal gewesen sein mit dem Video für heute. Ich hoffe, wir sehen uns zu einem weiteren Video. Ich konnte ein paar Fragen beantworten und bis dahin macht's gut und macht sie fertig.